Das ist Deville. Bitte zum Thema Oma, Opa, Umweltsau. Als Gast bei uns im Folium. Dachs. Und Jane Mumford. Und hier ist er, der Dominik Deville. Hallo miteinander. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen zu Deville, die erste Sendung im neuen Jahr. Und somit direkt auch unser Wunsch an euch daheim, ein gutes Neues. Und auch natürlich ins Folium, ein gutes Neues allen miteinander. Ja? Merci und dir auch, Dominik, ein gutes Neues. Er hat die Schnarre gehabt, von ihrem Wort. Nein, wirklich ein gutes Neues gewünscht. Es ist nicht zum Kotzen die ganze Zeit. Und man weiss ganz genau, irgendwie niemand weiss richtig, wenn es eigentlich mal genug ist mit dem gutes Neues gewünscht. Haben wir nicht das Problem die ganze Zeit? Man begegnet sich auf der Strasse. Am 5., 6., 7. Januar, jemand kommt ein Gegenkollege und du weißt die ganze Zeit jetzt nicht, sollst du ihm jetzt ein gutes Neues noch wünschen oder nicht? Ist es Sport oder eben noch nicht? Und bevor du es dir überlegt hast, wünscht er dir ein gutes Neues. Und du bist ein Doppel. Ja? Und deswegen wünsche ich mir die ganze Zeit, ja, aus der Angst heraus, dass ich jetzt verpasse, einfach links und rechts ein gutes Neues. Gerade letztes Jahr wieder passiert, ich treffe einen Kollegen, ganz vernünftig, fröhlich aufgestellt und ehrlich. Aus ganzem Herzen sage ich, ein gutes Neues. Und der andere schaut mich einfach blöd an. Ja? Und wo ist das passiert? In der Seebar, die am Glassee stand. Aber man weiß ja wirklich nicht, wo aufhören. Ja? Wann hört man auf mit einem gutes Neues? Gibt es da irgendwelche Regeln? Also vielleicht, wenn der angeklebte Tischbombe schnauze von alleine abfällt. Wenn der Letzte aus der Silvester-WhatsApp-Gruppe ausgestiegen ist oder wenn du deine guten Vorsätze über Bord gerührt hast. Also spätestens am 3. Januar. Dann alles spätestens. Ja? Vielleicht kreieren wir so Bauernregeln. Ja, Bezug auf die Vorsätze. Heißt statt Fitness wieder jassen, kannst du gutes Neues auch gleich lassen. Wäre möglich, so eine Bauregel. Speziell für deine Vorsätze. Ein gutes Neues macht wenig Sinn, spritzt du wieder Heroin. Ja. Oder in Bezug auf deine Vorsätze, Carpi. Ja? Ein gutes Neues ist für die Katze, trägst du wieder heimlich Strapse. Oder für die Grünen natürlich, ein gutes Neues vermisst den Tag, sitzt du nicht im Bundesrat. Du musst es schauen. Es ist blöd. Aber es ist ja sowieso blöd, ein gutes Neues. Ich meine, ein Doppel im Weißen Haus löst gerade einen neuen Krieg aus. Down Under brennt lichterloh und Christa Rigozzi betätigt sich als Restaurantkritikerin auf Instagram. Also, das Jahr ist eigentlich eh schon gelaufen. Und sind wir ehrlich, das ist gut so. Weil gutes Neues heisst Veränderung. Und Veränderungen, das wissen wir, hat der Schweizer nicht gern. Also wenn ihr irgendetwas grüssen müsst, dann einfach nichts Neues. Das ist gut. Das ist mir safe. Ja? Mit nichts Neues macht man alle glücklich. Auch ein gutes Neues gewünscht hat diese Woche Simonetta Sommaruga. Sie ist ja neue Bundespräsidentin und hat ihre traditionelle Neujahresansprache gehalten. Weiß nicht, ob sie jemanden gesehen hat. In einer Bäckerei. Ja? Wie viele Bundespräsidenten von ihr hat sie tief in die Metapherkiste hineingegriffen. Von Adolf Ogi im Jahr 2000 hat man gelernt, dass die Schweiz wie ein Tannenbäumli sei. Vom Ueli Maurer wissen wir seit letztem Jahr, dass die Schweiz wie ein Holzkuh sei. Ja? Und dank der Simonetta Sommaruga wissen wir jetzt, dass die Schweiz was ist, KRP? Nicht ganz Bachen. Gut, das wissen wir eigentlich schon seit der Ansprache von Johann Schneider-Ammann. Ja? Cher Malade, cher Posten. Im Video hat Simonetta Sommaruga ein Jahr 2020 mit einem Brot verglichen. Ja? Gesund und knusprig. Also gesund verstehe ich jetzt noch, aber was meinst du mit knusprig? Ich meine, die Schweiz ist alles, aber nicht knusprig. Ja? Australien ist knusprig. Aber motzen wir jetzt mal nicht immer gerade um. Ja. Schauen wir doch in das besagte Video die Ansprache mal ganz kurz rein. Grüß dich, Sommaruga. Grüß dich. Ja, ich nehme Zaltamura gerne. Gerne. Hättest du sonst noch gerne alles, danke. Gern. Das wäre 3,40, bitte. Das wäre gerade danke vielmals. Dann wünsche ich euch ein gutes Neues, alles Gute im neuen Jahr. Danke vielmals, Adi von Sommaruga, danke.
Am Neujahr wünschen wir einander ein gutes Neues. Viele Fragen. Ich habe viele Fragen gehabt. Ja, ja. So viele Fragen. Viele Fragen. Erstmal 3,40 von meinen Steuergeldern für ein Brot. Ja, erste Frage. Zweite Frage. Ist das wirklich, ist der neue Sketch von Divertimento so schlecht? Ja. Dritte Frage. Wer von diesen beiden ist eigentlich eine Bundespräsidentin? Mir war nicht ganz klar, wer da mehr geredet hat. Dreht, ist das wirklich in der Sommarugas Lieblingsbäckerei in Bern? Der TripAdvisor bewertet die Bäckerei als sehr gut. Aber wegen der Sommaruga sind die Schlangen an der Kasse halt immer sehr lang. Ja? Mami, Mami, ich habe Hunger. Psst, Sommaruga muss noch die Ansprache auf Französisch halten. Zum Glück hat nicht Gassis den Anspruch gehalten, er hat sie jetzt nicht in einer Bäckerei gehalten, natürlich, sondern an seiner Lieblingslocation, einer Glencore-Mine wahrscheinlich. Ja? Was ist passiert? Was hat sie gesagt in dieser Anspruch? Die frischbachene Bundespräsidentin hat für mich Solidarität aufgerufen, dass es uns nur gut gehen kann, wenn es auch den Menschen auf anderen Kontinenten gut gehen kann. Also ganz allgemein hat sie in dieser Anspruch sehr viel gut gesagt. Ja? Ein gutes Neues. Gutes, ein gutes Jahr gut machen kann. Gute Noten, gutes Neues gut machen. Ein gut ist, ein gutes Neues wirklich gut gehen kann. So gut riecht. Gutes Neues. Brot. Ja. Das ist genau wie mir. Ja. Ja? Sie hat auch gern Brot. Ja? Weil Brot vereinigt über Parteien hinweg. Ja? In einer zunehmend polarisierten Welt haben wir doch alle eins gemeinsam. Brot. Und das hat nicht nur der Bundesrat erkannt, in der Schweiz auch der Wladimir Putin hat in seiner Neujahrsrede über nichts anderes geredet als Brot. Schaut an. Russia is like bread. Old bread. Cold, hard and strong. Like bear. My favorite bread is Brad Pitt. Sometimes I make bread myself. I stand in kitchen, topless and without pants. And when I finish with bread, I put in oven. Get it? Put in oven. Put in oven. I made a little joke. You have to laugh now. Or you will be put in gulag. Put in gulag. Happy New Year. Überhaupt hat es nur tolle Ansprüche gegeben, dieses Jahr nur tolle Ansprüche von der Merkel, von Trump, Boris Johnson. Aber einen hat sie alle übertrumpft. Ja? Der verwöhnt ist noch der Bub aus Nordkorea, Kim Jong-un. Da wirklich ein Neujahrsvideo von ihm. Ja. Auch da, ich habe viele Fragen dazu. Ja. Erstens, wie ist er befestigt worden, damit er nicht vom Rosslaufen geht? Zweitens, wieso hat er so präsent? Weil Bäckerei zumacht wahrscheinlich. Gut, auch wichtig im neuen Jahr, konzentrieren wir uns noch mal ganz schnell. Im neuen Jahr auch sehr wichtig, das neue Bundesratsfoto von 2020. Ja, da ist es. Ja. Für mich sieht das Foto eher aus wie so eine Promo-Fotografie für eine Hippie-Fernsehserie. Ja? Schon, oder? Aber welche Serie ist gemeint? Power Randness? Oder Law and Order? The Walking Dead, vielleicht? Oder einfach Lost? Kapi, weißt du, was der Sinn ist hinter dem Foto? Ja, also, tatsächlich. Also Bundesbäckermeisterin, falsch. Also Bundesbäckermeisterin, also nein, Bundespräsidentin, Sommaruga, hat sich für ein Ensemble-Motiv entschieden. Können wir das Bild noch mal sehen? Weil sie findet, eine gute Bundesratssitzung sei wie ein gutes Konzert. Das ist wirklich ein sehr schönes, ehrliches und selbstkritisches Bild. Ja? Der Bundesrat als Band, dem einfach die Instrumente fehlen. Ja? Aber was heisst das konkret? Was spielt das Bundesratsorchester denn dort? Die Zauberformel von Mozart? Ja? Oder spielt Berse die AHV-Reform als zehnteiliges Requiem auf dem Waldhorn? Oder das ist die traurige Ballade vom Rahmenvertrag auf der Querflöte. Apropos, warum ist denn der Gassis eigentlich noch auf dem Foto? Er ist Bundesrat. Ah ja, immer noch. Okay. Und warum wirkt er so fröhlich? Ja, sie haben ihm vor dem Foto noch das Wahlergebnis von der Regularitz vorgelesen. Oh. Und was ist das da für ein riesen Skiwerfer, der mich so anstrahlt? Das ist die Glatze vom Berset. Nein, das
Und was haben wir da ganz am Rand steht noch, hat das irgendjemand gesehen, ganz am Rand steht ein Kontrabass. Ja. Sieben Bundesräte und ein Kontrabass saßen auf der Straße und verhandelten was. Ja, ist gut. Kann man da mal reinzoomen? Kann man rein? Ah, es ist nicht. Ah, es ist ein Cello. Sehen Sie das? Was? Ein Cello. Das ist der Cello, der vergessene Bundesrat. Der ist wirklich schade, dass er vergessen hat. Das ist der Cello. Er ist ein Staatsmann, der noch andere Seiten aufzieht. Ja? Unvergesslich, unvergesslich, der souveräne Auftritt vom Bundesrat Cello in der Arena, wenn Sie sich mal erinnern. Ja. Er begnügt sich nicht mit der zweiten Giga. Wenn andere Bundesräte schon in der Lobby am Apero sind, schafft der Bundesrat Cello fleissig weiter. Ja? Und dann sehen wir noch den Bundesrat Cello an der Olma. Ja? Auf dem Arm der Ueli Maurer. Ja. Es ist wichtig, dass man auf der Politbühne den richtigen Ton trifft. Übrigens sind von diesem Foto 60'000 Stück hergestellt worden. 60'000 Stück? Ja. Wer bestellt so ein Bild, das Bundesrat? Wer hat eins daheim? Also ist ein Klasse, also wir sind uns einig, es ist ein Klassenfoto. Ja? Also sieben kommen schon mal die Eltern von der Bundesräte über. Und die restlichen 59'993 haben die Grünen bestellt. Weil die Regula Ritz spielt so gerne Dart. Was ich mich frage, hätte eigentlich, das hat ja Zoma Ruga hat das ausgewählt, oder? Hätte nicht eigentlich so selten ihres Bundesratsfoto ausgesehen? Bleiben beim Brot. Was ist denn eigentlich so langweilig, dass sogar ein Stück Brot im Vergleich dazu wie ein Trip auf LSD und Pilzli gleichzeitig ist? Richtig, Beamte. Und Beamte haben wirklich ein sehr gutes Neujahr. Ja? Denn ab dem 1. Januar 2020 dürfen Bundesbeamte bereits im Zug auf dem Weg ins Büro den Laptop auspacken und den Weg zu ihrer Arbeitszeit dazuzählen. Coole Meldung. Habe ich gedacht, machen wir ein paar Beamtenwitze darüber. Oder? Habt ihr Lust auf ein paar Beamtenwitze? Ich meine, das ist doch super, oder? Wenn man bedenkt, wie schnell so ein Zug ist. So schnell hat noch nie ein Beamter gearbeitet. 2020 ist ja auch ein Schalterjahr. Das passt. He? Aber im Moment, wie ist es möglich, dass Beamte im Zug arbeiten können? Ich meine, in den SBB-Zügen gibt es doch schon lange keinen Schlaf wegen mir. Oder? Und Beamte arbeiten sowieso wie ein Zug. Alle 10 Minuten mal ein Päuschen, einen Hals. Ja? Ja, aber für Billettkontrolleure ist es natürlich blöd, weil Beamte kontrollieren natürlich sauber am liebsten und abstempeln und alles. Das ist mühsam. Aber es hat auch positive Seiten. Man muss nicht aufs Amt. Ja. Ja? Man kann jetzt mit dem Zug fahren. Entschuldigung, bin ich da richtig für einen Heimatschein? Nein, das ist anderen Abteil zuständig. Okay, aber ist der noch frei? Ja klar, bitte füllen Sie zuerst Formular 36D aus. Ja, dann könnten wir schauen. Warum dürfen Beamte jetzt den Arbeitsweg dazuzählen? Ja, weil die vier Gewerkschaften von der Bundesangestellten haben das gefordert. Vier? Ja. Vier Gewerkschaften? Ja. Bundesbeamte brauchen vier Gewerkschaften? Ja, also eine zum Arbeiten. Ja. Und drei Gewerkschaften, die den anderen beim Arbeiten zuschauen. Ah, das ist natürlich erstaunt. Beamte haben halt auch Gewerkschaften, ja. Und Beamte streiken dann. Also Sitzstreik. Sitzstreik, ja, genau. Die streiken, wie zum Beispiel in Genf haben sie gestreikt, ja, über 2000 Beamte. Und man denkt dann schon, Beamte streiken, sie arbeiten nicht. Und niemand hat es gemerkt. Komisch. Ach, ich könnte das Beamtenbashing noch weitermachen, ewig weitermachen, aber leider sind die Bürozeiten schon vorbei. Du, aber Tommy, mir kommt jetzt so in Sinn. Also laut Definition sind Beamte ja Leute, die im öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis arbeiten. Also irgendwie heisst das, dass auch wir... Du und ich? Das heisst, wir sind auch Beamte. Ja. Wir sind SRF-Beamte. Beamte in der Abteilung für Bundesbespassung. Wir haben uns das gerade selber die ganze Zeit runtergelassen. Ja. Ja. Und ich bin nicht einmal ein Beamter, ich bin ein Sidekick von einem Beamten. Nein! Du bist mein Locher. Ja. Oh Gott, wir sind Beamte. Jetzt macht es aber auch Sinn, Kabel, warum wir jede Woche nur 35 Minuten arbeiten. Ja. Jetzt macht es Sinn. Ja. Ich bekomme plötzlich so einen Drang, einen Bericht zu schreiben und zu faxen. Nein, aber komm, beruhig dich. Wir dürfen ja jetzt Pendler zur Arbeitszeit dazuzählen. Und das ist schon mal cool. Ja? Ich meine, du wohnst in Paris, ich in London. Und da können wir das ja gerade nutzen. Ja? Jetzt drehen wir doch einfach ab jetzt jeden Einspieler drehen wir noch im Zug. Soneli, Feierabendbierkontrolle. Jawohl. Prima. Merci. Feierabendbier. Merci, sehr schön. Brösterli. Jawohl. Oh, von wo bis wo fahren Sie? Von Solothurn bis Genf. Aber ist das Bier doch warm bis dort hin? Ja, habe ich leider nicht dran gedacht. Ja, kann passieren. Lassen wir mal gelten. Feierabendbier. Prost. Grüezi, Feierabendbierkontrolle. Aha, ein Banane dürfte in dem Fall noch das Halbtags sehen. Sehr gut.
Nein, das stimmt. Schön. Lass nicht alles aufs Mal, gell, Zeit? Darf ich dir ein Feierabendbier sehen, bitte? Oh, Entschuldigung, ich habe Käse. Ich musste auf den Zug säckeln und habe keine Zeit mehr gehabt. So keine Zeit? Hä? Da könnt ihr ja reinkommen. Ja, aber das stimmt. Ja, das ist nicht mein Bier. Haben Sie eine Idee? Was für eine Idee? Nein, Idee. Sind Sie besoffen? Nein, gar nicht. Da haben wir den Beweis. He? Sie haben gar kein Feierabendbier gehabt. Aber wie wäre es mit einem GA? Also, hören Sie zu, ich nehme jetzt so Ihre Personalien auf. Da gibt es eine flotte Bus, die kommt zu Ihnen heim per Post. Per Post. Ich hätte zuerst das. Nein, das Nachtzuschlag ist ab der 7. Jetzt ist Feierabendbier. Feierabendbier. So, Feierabendbier bitte. Alle Feierabendbier vorweisen. Sehr schön, kann ich auch gerne. Sehr gut. Bravo, Feierabendbier. Aha, ein Güppli. Erste Klasse werden zwei Wege weiter vor. Hallo? Feierabendbierkontrolle? Ja, bin gut. Brösterli. Das nicht kontrollieren, bitte. Oh, Sie, ich brauche ein gültiges Feierabendbier. Das ist schon abgelaufen seit zwei Monaten. Das muss ich ah, doch, stimmt schön. Nehmen wir noch Geld. Feierabendbier. Feierabendbier. Feierabendbier, bitte. Kompanie abtreten! Feierabendbierkontrolle. Es ist schon gesoffen. Ja, da könnte jemand andere drin gerührt haben. Wenn das Ihr Bier soll sein, görpseln Sie mich mal an. Schön her. Doch, lassen wir noch gelten. Sehr schön bei Ihnen. Danke. Haben Sie auch noch das Feierabendbier? Entschuldigung, aber das ist jetzt ein bisschen grusig. Tschüss, aber sofort. Merci. So, nächste Halt Endstation. Alle auf Ex, bitte. Oh, endlich Feierabend. Jetzt freue ich mich über ein schönes, grosses, kühles Glas laktosefreie Milch. So, danke mal auch für den tollen Einspieler. Besser können wir es nicht. Ja. Also, auf euer Lachen bitte schön, weil bei Deville machen wir es nicht immer gerne, aber jemand muss es ja machen. Mhm. Über so unangenehme Reden, ja, Sachen, die Gesellschaft beschäftigen. Stichwort Generationenkonflikt. Gewisse Ereignisse haben in den vergangenen Tagen gezeigt, nicht nur mit Arm-Reich-Schere klafft immer weiter auseinander, nein, sondern auch die Jung-Alt-Schere. Und dabei schnallen sie ja beide Seiten nicht. Wieso? Ja, die einen sind bekifft und die anderen sind dement. Genau, ungefähr so. Was ist passiert? Haben das vielleicht mitbekommen? Da haben wir so schön Weihnachten feiern und dann ist der unverschämte Tweet von dieser unverschämten Friday for Future-Bewegung in Deutschland auftaucht. Sie haben geschrieben, warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei. Gefolgt von einem erklärenden Zugang, ein bisschen uncoolen Erklärt-Tweet. Was darf Satire? Haben sie gerade hinten nachgeschickt. Einfach so, dass die ganz Dummen und ganz Hohlen auch kapieren, dass man den Großeltern nicht wirklich den Tod wünscht. Hm? Trotzdem natürlich grosse Aufregung bei den ganz Dummen und ganz Hohlen, also bei den Politikern und Social Media Pöbel, die geschrien haben: Generationsclash! Das ist ja der Generationsclash. Redet bei dir Großeltern an Weihnachten auch immer drin? Nein, nein, nein. Bei mir sind sie also mega angenehm und relaxed. Und die reden auch nicht drin. Ah, okay. Also sehr tolerant. Ja, nein, einfach schon tot. Ah, okay. Und okay. Was ist mit deinen Großeltern? Reden die drin? Also sie leben noch, meine Großeltern leben noch. Sie sind leider nicht so tolerant, meine Großeltern. Also der Mike ist noch easy, aber der Victor redet die ganze Zeit drin. Das ist ein bisschen mühsam. Aber die machen es auch nicht mehr lang. Ja. Machen es nicht mehr lang. Ja? Weiter, der nächste Generationsclash ist dann auch gekommen. Letzte Woche ein ganz grosses Thema bei unseren lieben Kollegen und Kolleginnen vom WDR. Im gesamtdeutsch sprechenden Gebiet ein grosses Thema. Hm. Was war das Thema? Ein Kinderlied. Ja? Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Wenn ihr das vielleicht könnt. Es ist leicht umtextet worden, das Liedli. Und dann gesungen wurde vom WDR Kinderchor und ausgestrahlt. Lassen wir mal rein in das Lied. Ja. Aber habt ihr euch auf den Text geachtet? Kapi schnell, was sie gesungen haben? Genau. Meine Oma fährt im SUV beim Arzt vor, überfährt dabei drei Opas mit Rollator. Meine Oma ist eine alte Umweltsau.
schockierend. Ja. Unverständlich. Man muss sich zu Recht fragen, warum hat der WDR einen eigenen Kinderchor und wir nicht? Ja? Das ist mega unfair. Ich will auch einen eigenen Kinderchor. Ja, aber wir haben keinen Platz, Dominik. Ja, nicht für hier, für mich daheim, privat. Ja? Stell dir vor, mega schön. Du stehst auf am Morgen, 15 Kinder. Oh, happy day. Ich gehe auf den Balkon, sie singen die Schweizer Hymne, werde ich die Fahne hissen wie jeden Morgen. Im Tram könnten sie mir die News vorsingen. Hm? Und zu jeder SRF-Sitzung der Gefangenenchor von Nabucco. Nein, die Aufregung hat sich natürlich gegen den Text gerichtet. Viele haben ihre deutsche Oma nicht als Umweltsau bezeichnet wissen. Ja. Also, wenn alte Politiker die Rente kürzen, ist das okay. Aber satirische Gesänge von siebenjährigen Mädchen, das geht dann nicht. Nein, das geht anscheinend nicht. Und der WDR-Intendant, ja, der Tom Burrow, hat sich vom Sterbebett von seinem 93-jährigen Vater in eine Live-Sendung zuschalten lassen und hat betont, das ist wirklich wahr, sein Vater, der hier am Sterben liegt, sagt keine Umweltsau. Also sorry, am Sterbebett vom eigenen Vater sich für ein Scherzlied zu entschuldigen, das ist ein bisschen wie ein Neujahr-Anspruch in der Bäckerei. Ja? Das ist einfach ein bisschen unpassend. Das ist ein bisschen komisch. Ja? Und gebraucht hat es ja dann nicht. Hat's nichts, nee. Oder? Also es hat schon relativ viel ausgelöst. Weit über 15'000 Facebook-Kommentare, Protest vor dem Sender und Morddrohungen gegenüber Mitarbeitern vom WDR. Dann Pinner Zuckerbs, Löschung von allen Videos, von allen Kanälen. Und sind wirklich unsere Grosseltern so viel besser gewesen? Was haben denn unsere Grosseltern mit uns gesungen dazumal? Bei mir war es folgende Platte. Die hier. Könnt ihr vielleicht alle? Ja? Schlieren wir Kind. Das ist natürlich eine ganz krasse Platte mit krassen Texten, wenn ihr euch noch erinnern mögt. Da hat es ja so Klassiker drauf wie der Flickli, der Jacques Boume, aber dann auch so eine Drogentrilogie ist hinten drauf. Ja, ganz klar, da singen Kind, ja, dann werde ich wieder wach. Das ist so ein Kokainlied. Dann ist das LSD-Lied, das Träumli heisst das auf der ersten Seite. Und dann, vorhin habe ich es gerade noch gewusst, das Alkohol-Lied haben sie drauf. Und dann wirklich fragwürdig sein, der Giorgio. Kann sich noch jemand an Giorgio erinnern? An das Lied? Ich tue wirklich mal den Text zitieren. Da hat sich niemand gestört. He? Mein Name heisst Giorgio, gehe in der Schweiz in Zuhl. Mein Vater Muratore ist bei Firma Ruckenstuhl. Ja? Das haben die gesungen. Und das haben die nicht mal satirisch gemeint, ja, sondern richtig ernst. Aber frag mir doch jemand direkt Betroffenes. Weil wir haben sie gefunden. Im Altersheim Paradiso in Rümlang. Meine Damen und Herren, da ist sie, Frau Beatrice Habegger, die Original-Umweltsau-Oma! Was? Ja, was willst du kaufen? Aktien? Fracking? Ja, super, kaufen, kaufen! Kaufen, habe ich gesagt! Ah, die Verbindung ist ein bisschen schlecht, warte schnell. Kaufen! Frau! Entschuldigung, Dominik, jetzt bin ich da. Ich bin ein bisschen verspätet, ich musste noch meinen Sondermüll in den Fluss kippen. Okay, das ist kein Problem. Erzählen Sie doch einmal, Sie haben das besagte Video auch gesehen. Ja, wir haben mit dem Altersheim auf einer kleinen Kaffeefahrt geschaut. All zusammen. Oh, das ist sehr schön, Kaffeefahrt. Auf den Malediven. Und wie ist das so angekommen, das Video? Wie ist Ihre Meinung? Das haben die Mädchen ganz, ganz gut gemacht. Sie haben sehr schön gesungen. Und auch der Chorleiter. Oh, Moment. Habe ich jetzt das Auto abgeschlossen oder nicht? Darf ich fragen, mit wie vielen Autos sind Sie denn ins Studio gefahren? Ja, nur mit einem denken, aber ich habe nicht gewusst, ob es der Porsche, der Ferrari oder der Tesla war. Okay. Also, einen Tesla haben Sie auch, immerhin. Ja, der hat mir meinen Enkel geschenkt. Er fand, ich sollte wieder mal etwas Gutes machen. Aber ich fahre damit nur auf den Friedhof, um meinen Mann zu besuchen. Er ist Oldtimer-Sammler. G'si! Ich weiss, ich sollte etwas weniger rauchen, aber das Zeug ist so gut. Es kommt aus Indonesien. Den Tabak tun sie mit verraspeltem Tropenholz und Kindertränen mischen und nachher in das Landbesitzpapier von alten Bauern hineinwickeln. Wirklich? Nein, eingewickelt ist sie in der Haut vom letzten Sumatra-Nashorn. Gut, alte Umweltsau, wenn ich noch etwas fragen darf. Zurück zum Video. Viele alte Menschen haben sich persönlich davon angegriffen gefühlt. Haben Sie sich als Oma nicht auch beleidigt gefühlt? Wissen Sie, ich doch nicht.
I got 99 problems, but the Kinderchor ain't one. Hey, yo! Nein, hören Sie, Herr Deville, das ist ja nur ein Lied, das darf man nicht persönlich nehmen. Kennen Sie das andere Lied, das Bruder Jakob, schläfst du noch? Ding, dong, dong. Da geht es ja nicht darum, dass alle Klosterbrüder Pentüten sind. Nur der eine, der Jakob, der Double. Okay. Ja, und um welche Oma es sich jetzt in dem Kinderlied spezifisch handelt, das wissen wir nicht und das werden wir vermutlich auch nie wissen. Frau Habecker, was ist das, was? Ein Schnitzel Gordon Bleu Sandwich. Kennt ihr mich? Nein, danke, ist doch gut. Das schade, Sie könnten ein bisschen mehr Haut auf den Knochen vertragen. Der Anzug sitzt ein bisschen lottrig. Von wo ist der 70er Jahr? 60er. Ah, dort war ich schon 50er. Also, kommen Sie doch mal mit meiner Gang shoppen. Wir tun einmal pro Woche unsere gesamte Garderobe austauschen. Und was machen Sie mit den alten Kleidern? Verbrennen! Könnte man dir nicht einfach ins Brocki geben? Das wäre doch gut. Ja, das hätten Sie wieder gerne, die huren gierigen Brockis. Bekommen ja schon meine ganzen Möbel, wenn ich sterbe. Denen gebe ich zu Lebzeiten nichts. Vielleicht abschließend noch eine Frage zum Generationenkonflikt. Fühlen Sie sich denn von der Jugend wegen dem Lied jetzt missverstanden? Ja, aber es ist ja logisch, wir sind ja sehr verschieden. Die Jugend hat noch das ganze Leben vor sich. Und wir haben so wenig Zeit, Herr Deville. Darum verstehe ich nicht, wie all die Leute Zeit finden, um im Internet so viel Hasskommentare zu schreiben. Ich will meine letzten Stunden nicht damit verbringen, kleine Mädchen zu beschimpfen. Das Leben ist zu kurz. Und es gibt noch so viel, was ich machen will. Was zum Beispiel? Ja, wenn ich 10 Leute überzeuge, um mit Ryanair einen Flug auf Hongkong zu buchen, dann bekomme ich meine USA-Rundreise 10% günstiger. Ja, Dominik, möchten Sie einen Bon? Kaffee, einen Bon für Sie. Ah, und der Kameramann einen. Und du auch. Für alle! Bons für alle! Danke, Frau Habecker. Und nichts Neues mehr, gell, Sie? Nichts Neues mehr. Ade, Frau Habecker! Frau Habecker! Also nicht wirklich ein Generationskonflikt, wie es scheint. Tatsächlich haben sich Großeltern als eher verständnisvoll gezeigt und die Ironie hinter dem Tweet und dem Lied, wo jetzt nicht wirklich gut versteckt sind, auch verstanden. Ja? Überhaupt sind Großeltern eigentlich so viel cooler, als man glaubt. Ja. Sie schauen immer in unsere Sendung. Genau, das sind die. Und wenn sie Konfi machen, sie machen es einfach so, ohne dass sie das Ergebnis auf Instagram posten, ja? Oder dass sie einen Podcast darüber machen müssen, wo ich keine Umwelt so interessiert. Unsere Großeltern sind Superhelden in der Realität. Sie haben die geilsten Gadgets. Abhörgeräte, kleine Wägel, Schlagstöcke. Ja? Außerdem können sie die besten Drogen annehmen. Ganz legal. Genau. Oma und Opa sind einfach zu cool, um sich über so etwas aufzuregen. Aber jetzt mal, Kapi, wenn keine Oma und kein Opa die Hassnachrichten und Morddrohungen abgeschickt haben wegen einem harmlosen Kinderlied mit umtextem Inhalt, wer war es denn? Schwierig. Haben wir Bilder von den Demonstranten vor dem WDR-Gebäude? Glatzköpfige Männer in Lederjacken, wo hinter der Bruderschaft Deutschland und dem bald diffus getroffen ist. Wer könnte das sein? Gay Pride? Nein. Ich weiß nicht, mit wem sie ins Bett steigen, das weiß ich nicht. Aber Bruderschaft Deutschland sind eine waschechte Neonazi-Truppe. Und haben wir vielleicht auch bei unserer Recherche Tweets gefunden zu diesen Themen in dem Lied, wo eher der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind? Ja, eine, zwei, drei, nein, Dutzende, hunderte Tweets. Da haben sich wirklich vor allem Rechtsextreme und Wutbürger vor der WDR-Sender gestellt und haben «Deutsche Opa über alles» gesungen. Und das an den Weihnachtstag, ja? Während ihre Großeltern wahrscheinlich traurig im Altersheim auf ihren Besuch gehofft haben. Hm? Ja. Klar wird dort Oma wieder sauer, wenn der Enkel sie nicht besucht. Ja, böse Enkels. Ja, böse Enkels. Und dann ist er wirklich da. Der Generationskonflikt. Und was machen Oma und Opa denn, wenn sie hässig sind, weil sie niemand zu besuchen kommt? Dann sitzen sie zusammen, saufen Eierlikör und singen auch ein Lied. Mein Enkel, der fliegt jedes Jahr nach Bali, nach Bali, nach Bali. Mein Enkel, der fliegt jedes Jahr nach Bali. Mein Enkel ist der Junge. Mein Enkel, der kauft nur noch bei Zalando, Zalando, Zalando. Mein Enkel, der kauft nur noch bei Zalando,
Mein Enkel ist eine blöde Umweltsau. Ist auch nicht, ist auch nicht. Alt gegen jung. Alt gegen jung. Das ist doch nicht schön. Wäre es nicht viel schöner, wenn wir alle zusammen etwas singen könnten? Weißt du, alt und jung zusammen. So wie wir beide. Wie alt bist du? 33. 33? Mhm. Siehst du, bist 3 Jahre älter als ich. Mhm. Hast du gemerkt? Sie lachen, weil sie glauben dir nicht, dass du 33 bist. Ja. Nein, ich meine so richtig alt und jung zusammen. So richtig, ja. Das wäre schön. Wie wäre es mit einer Seniorentanzgruppe, die zusammen mit einer blutjungen Elektropop-Band einen Schweizer Held besingt? Das wäre schön. Das wär Schweizer schön. Held? Tell. Hä? Zu alt. Freddy Nock. Zu geschmacklos. Aber Zirkus ist nicht schlecht. Beat Breu. Perfekt. Der ist Held, der ist auch Beat Breu, yes, oder? Yes. Und das Ganze als Performance so in Radlerhosen. Also das Seniorenballett muss Radlerhosen tragen. Das wäre mega aufwendig zum Organisieren. Ja. Und wer würde da schon mitmachen? Ja. Sicher nicht der WDR-Kinderchor, denke ich mal. Dafür aber das Deville Seniorenballett. Und dazu Dachs mit ihrer Hitsingle aus dem aktuellen Album Beat Breu. Da sind sie. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ihr Soi. Psychologe, gern mir auf die Straße. Ihre Tipps und Tricks für eine neue Chance. Alles ist jetzt möglich, sie gewinnen Tour de France. Mit einem kleinen E-Bike und Papieren von der Straße. Eure Helden fahren nur bergauf. Meine fahren aufwärts, abwärts und manchmal geradeaus. Ich könnte schon alles reissen. Ich bin ein hungriger Leu, aber so eine Legende sehe wie keiner von euch. Sind irgendwo in dem Erfolg zu schangen blieben. Sie sind noch nie auf die Fressigkeit oder haben's nicht zeigt. Ich will euch auch nicht umarmen, so es tut mir leid. Ich sitze im Zirkus bis du, er bringt mir Cappuccino. Im Meckerfutter von goldenen Zitteln vom Giro. Er sagt, dass er sich noch immer wieder unruhig freut. Doch er müsse jetzt los, seine Geist, die braucht Stühle. Wie ein Pirouette chillt, die ganze Tanzfläche ausführt.